Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der Tag der neuen Weltordnung. Und was könnte es Besseres geben als ein Global-Strategiespiel dafür? Wir befassen uns heute mal mit Real Politics. Das habe ich jetzt einfach dazwischen gehauen, weil ich es so geil finde, dass heute die neue Weltordnung starten sollte. Also heute wäre der 15. Mai 2020. An dem ich das Spiel einfach mal spiele. Weil ich jetzt gerade voll Lust habe, weil ich es so beknackt finde. Wir gehen hier mal auf ein neues Spiel. Ja, Kim Jong-un freut sich schon. Die Ladebildschirme sind mit viel Liebe hergestellt. Und wir können uns... guck mal hier in der Weltordnung. Putin. Spielt Judo Boy 6. Wir spielen eine große Kampagne natürlich. Ein fantastisches Szenario, in dem jede Provinz dieselben Startbedingungen hat. Punkte, Bevölkerung, Bruttoinlandsprodukt und Rohstoffe. Totaler Quatsch. Wir spielen, ne, 2020. So, also entweder man kann verschiedene Ziele. Ne, jetzt sind wir gerade bei Brasilien. Also hier unten gibt es verschiedene Länder, die man sich aussuchen kann. Ja, bringen sie Brasiliens Glanz und Gloria, kämpfen sie um die strategisch wichtige Provinz Panama vor und erobern sie bis zum 1.1.35 Panama. Aber man kann nicht nur auch mit Deutschland, ne? Es gibt auch verschiedene. Kaliningrad war eine wunderschöne Stadt. So, zwingen sie nach Russland eine Demokratie zu werden. Okay. Aber wir nehmen ein Land unserer Wahl in der großen Kampagne. Und ja, man kann halt wirklich jedes Land nehmen. Wir könnten Vietnam nehmen, wenn wir Bock hätten. Wir könnten mit den Salomoninseln spielen, wenn wir Lust hätten. Neuseeland natürlich auch. Wir brauchen aber für den Anfang, bitte, also erstens soll ein bisschen was schneller gehen. Aber es soll nicht zu einfach werden. Also wir könnten hier mit Frankreich oder sowas zum Beispiel spielen. Das wäre aber wiederum zu einfach. Was passiert, wenn ich wieder aufstieg der Habsburger drücke? Achso. Ja, egal. Wir lassen uns beim Hauptszenario. Entschuldigung. So, ja, also wir können uns hier ein Land aussuchen. Alternativ natürlich, es gibt auch die Morgendämmerung. Das sind so ein bisschen was futuristische Länder. Ne? Also Belutschistan, die Türkei ist hier ein bisschen was größer, Deutschland hat sich hier getrennt in Deutschland und Süddeutschland. Sieht man hier, oh, Europien. Europien wäre wahrscheinlich mega einfach. Der dritte Weltkrieg ist voran, jahrelang brannte. Ja, Planet ist unrettbar geworden, die Schäden durch den Krieg sind nicht mehr zu machen. Kontrollieren zum Gewinn bis zum 1.1.2020 Prinzen Phobos, Mars und Deimos. Oder wir müssen islamischen Terror bekämpfen, bla bla bla. Also, 2020, wir haben die neue Weltordnung vor uns. Was ich mir ausgesucht habe, ist Angola. Angola habe ich mir deswegen ausgesucht, weil es in Afrika ein relativ starkes Land ist. Kongo könnten wir auch nehmen, ne? Ne, wir bleiben bei Angola. Angola ist... In Angola gibt's Cola. Wir können auch hier so als Ruanda oder Burundi anfangen. Aber wie gesagt, so ein kleines Land ist zu einfach. Nicht zu einfach, aber es würde zu lange dauern, eine Wirtschaft aufzubauen. Wir starten jetzt auch einfach mal mit Angola. Was sind die bearbeiten? Wir können unser Land umbenennen. Ja, wie Konien. Peace wollen wir nicht haben. Liebe irgendwelche... Wie sieht denn Javikonien aus? Oh, das ist geil. So. Rot. Oh, pink. Schwarz, pink und gelb. Oh, da kriegt man ja... Oh, da kriegt man Augenschmerzen von. Wir nehmen hier so ein Rot noch, ne? Das ist aber ein schönes Rot. Was haben wir denn hier? Schwarz-Rot-Gold. Bestätigen. Zack, Start mit Javikonien. Kommt jemand auf die Idee, dass es Angola hieß?
Okay. Warte, wir machen mal hier Pause. Also zuallererst gibt es verschiedene Ansichten. Das ist normale Ansicht, hier unten ändert man die. Das wäre eine Geländekarte. Dann kann man jetzt mal hier reinzoomen. Ne, Luanda, Lunda und Jene. So, eine Beziehungskarte, zu welchem Land wir welche Beziehung haben. Diese gestrichelte Linie hier heißt, dass wir dieses Land, auf dieses Land einen Anspruch haben. Die Gesellschaftskarte hier, das sind alles Bantus. Die sind dann, wenn man die erobert hat, leichter einzunehmen. Handelskarte ist nicht ganz so klar, aber zeigt, wie viel Geld hier je Runde eingenommen wird oder je Monat. Und die Punktekarte, wie viele Punkte es für jedes Land gibt. Je mehr Punkte es hat, desto mehr Punkte bekommt man am Ende. Ja. Und jetzt rechts hier flimmert was auf. Und zwar Projekte. Man kann, wir fangen natürlich recht albern an, sag ich mal. Und das Rote ist alles, was wir noch nicht erforschen können. Das Ausgegraute haben wir verschiedene Voraussetzungen nicht. Und zwar braucht man hier für Geld, Aktionspunkte, natürlich Rohstoffe oder, das hieß nochmal IME, Index menschlicher Entwicklung oder sowas. Genau, den IME müssen wir hochtreiben, ein bisschen was, um die besseren Forschungssachen freizuschalten. Das machen wir am einfachsten. Also wir fangen an mit der digitalen Bürokratie, mit mehr Steuer. So. Zack. Und eine wirtschaftliche Modernisierung machen wir auch. Das endet nämlich hier in einem Bruttoinlandsproduktwachstum von plus 0,1. Das ist ganz gut. Die Steuern, da war das nächste. Achso, ja klar, wir haben gerade einen Kredit aufgenommen. Über 1296 Dollar. Dementsprechend müssen wir auch zurückzahlen. So, ich mach mal die auf schnell. Und was wir mal machen können, ist Einstellung. Ich glaube, die Musik, die machen wir noch leiser. So. Weiter. So, und dann können wir uns hier ein bisschen was umgucken. Also wir haben in der Innenpolitik, ne, die nächste Wahl ist am 01.01.2022, wir haben hier oben den 19.02.2020, der Interventionismus, persönliche Kontrolle und Militarismus ist ein Indikator, wie weit man in Demokratie, Autoritismus und Totalitarismus geht. Wir wollen später viele Kriege führen, also wollen wir totalitär sein, müssen aber den Interventionismus ein bisschen was runterschrauben. Denn die Regierung kontrolliert die Wirtschaft. Das drückt sich durch Preisdeckelung, Zölle und vieles mehr aus. Niedriger Interventionismus bedeutet einen freien Markt und weniger Vorhersehbarkeit. Hoher Interventionismus behindert Wachstum, bietet aber mehr Stabilität in Krisen. So, persönliche Kontrolle ist mir total egal. Ich will wissen, was die Leute machen. Militarismus müssen wir auch. Jetzt ist hier immer angezeigt, wo das sich hinneigt. Also, man sieht hier 10, 10 und 6, fährt zusammen 26, da sind wir so gerade im Autoritismus. Das heißt, wenn hier die unsere Forschungen zu Ende sind, werden wir mal in Richtung Totalitarismus weitergehen. Demokratie wollen wir nicht, wir wollen Krieg führen. Also Demokratie kann man natürlich wollen, bla bla bla, ne? Das ist ja. Was ich meine, ich zahle mal hier und meine Schulden zurück zwischendurch. Ja, wir sehen nämlich schon im September. Und hier geht es überhaupt nicht vorwärts, schade. So. Die Steuern, das Bruttoinlandsprodukt, heißt, wie sehr wir wachsen. Ja, guck mal hier auf unsere Handelskarte. Die Luanda bringt 99 Dollar quasi im Monat. 40 und 31. Wenn man hier mal so nach Deutschland gucken würde. Ja, da hast du hier 700, 500, die haben eine Börse, die jeden Monat Geld gibt. Also da fließt richtig die Kohle, oder wenn wir jetzt hier nach in die arabische Welt gucken würden, ne? 600 Dollar hier oder Vereinigte Arabische Emirate, die haben natürlich Kohle. Oh, guck mal nach China hier, guck mal nach China.
vom UN-Sicherheitsrat veranlasste globale Spendensammlung, um die Lebensbedingungen in gering entwickelten Ländern zu verbessern. Machen wir nicht mit? Kann man mit teilnehmen? Ich mache mal ein bisschen was langsamer. Dritte Weltstiftung hier. Wir sind in der dritten Welt. Was wollen wir da stiften? Ne, also es gibt dann Punkte zu gewinnen und Beziehungen mit der ganzen Welt zu verbessern. Ich will die Beziehung mit der ganzen Welt nicht verbessern. Ich bin ein kriegerisches Land. Ich bin Javikonien. Oh, und wir haben Geld bekommen von der wirtschaftlichen Modernisierung. So, aber wie hält man am besten unser Land in Schach? Oh, können wir? Ne, wir können nicht. Wir haben nicht genug medizinische, der IME. Der IME ist nicht hoch genug. Also wir gehen in die Innenpolitik. Hier sind immer unsere Wirtschaftszweige. Wir könnten hier entweder unseren Index menschlicher Entwicklung höher treiben oder aber ein Meinungsbildungsinstitut gibt uns persönliche Kontrolle. Da können wir hier Religionsherrschaft, Gehirnwäsche anpeilen und damit fangen wir an. Kostet im Unterhalt 2 Aktionspunkte. Einmal schnüpft man 70 Punkte, gibt auch mehr Kontrolle. So. Kuba trat dem Block von Mexiko bei, Bhutan. Also es gibt auch Blöcke. Ja, dann können die, wenn man die angreifen würde. Wir brauchen mal irgendwie einen Block. Das sieht man am besten in politischen Karten. Block von Deutschland. Wer ist denn im Block von Deutschland? Block von Frankreich. Block von Deutschland hier. Wenn die Schweiz zum Beispiel angreifen würden, die hat hier unten, wie viele Armeen die hat. Und in Klammern ist immer im ganzen Block die Armee. Ja, heißt, die hat einen Transporter, die haben 2 Marineschiffe, 9 Infanteristen, hast du nicht gesehen. Wie sieht das eigentlich mit unserer Armee aus? Was haben wir denn für eine Armee? Militär. Panzerkampfjets, wir brauchen noch einen Kampfjet. Ich hätte gerne noch 1, 2 Kampfjets. Und dann gucken wir uns mal den Kongo an. Da haben wir ja schon, die haben nämlich auch 3 Kampfjets. Was keinerlei, was wir überhaupt nicht brauchen, sind Schiffe. Dadurch, dass wir keine Transportschiffe haben, ist das völlig egal. Die brauchen wir nicht zu beschützen. Hier unten haben wir verschiedene Aufträge. Die Armee von Kongo ist größer als ihre, erinnern Sie das. Man könnte einige Verbesserungen vertragen. Wie kann denn die Armee vom Kongo größer sein als unsere? 15 Infanteristen. Wir brauchen mehr Infanterie. Komm, gib mir noch 5 Infanteristen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, guck mal hier, unsere Wirtschaft, die kommt auch hier richtig in Schwung. Und dann könnten wir Krieg erklären, könnten wir. Aber wir müssen natürlich noch warten, bis unsere Kampfjets und die Infanteristen auch wieder zurück sind. Wir könnten so lange ein bisschen was die Beziehung verschlechtern. Mit ein bisschen was Glück sind die dann ein bisschen was angepisst auf uns und greifen uns an. Das wäre natürlich hervorragend. Italien schlug eine neue UN-Resolution vor. Das Problem an so einer UN-Resolution ist immer, da können nur die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt teilnehmen. Heißt wir nicht. Wir sind da noch sowas von weit entfernt. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ansonsten, ich suche mal ein bisschen was raus. Wir gucken mal, wie weit sind wir hier mit dem Militär. Ganz kurz Pause machen. Denn ich will mal gucken, wie das denn aussieht mit dem Kongo. Welche. Gehen wir nochmal auf die Beziehungskarte. Sonst geht es um Bandundu. Gesellschaftskarte. Also hier ist dann auch immer die Einwohnerzahl. Ja, und hier hinter die 7% ist, wie sehr aufrührerisch die sind. Handelskarte, also das ist so ein Land, das kostet uns $24, aber es hat 10 Ressourcen. Ressourcen sind immer gut. Wir machen einfach weiter. So, Singapur, trat den Block von Indonesien bei. Also alles nichts, was uns interessieren würde. Das sind die einfache Ansicht. Achso, guck mal, hier sieht man auch. Oh, wir haben ein kräftiges Braun. Traumhaft. So. Jetzt vielleicht ein anderes Land mit so einer schönen Farbe, Somalia oder sowas aussuchen können. Oder Pakistan.
Ach, hier, oder guck mal, Laos. Laos hat ein schönes Grün gehabt. Oder Deutschland hat ja auch ein schönes Grün gehabt. Brasilien mitbringen auch. Oh, eine liberale Revolution hat das Land ergriffen. Die Sache könnte schlimm ändern, Wahlen vor der Tür stehen. Da kann man nichts machen, alles minus 2. Persönliche Freiheit anerkennen. Nein, dagegen ankämpfen plus 7%. Das Problem ist, da wir das eh aktuell nicht schaffen. 90. Ach, scheiße, 2022 ist natürlich die Wahl. Aber doch, scheißen wir drauf. Wir gehen halt. Du kannst nur einen bestimmten Grad immer runtergehen. Ich glaube, um so circa 2 Punkte. So, das Meinungsbildungsinstitut wird hier oben gemacht. Kooperation von Wirtschaft und Schulen gäbe mehr ein höheres Bruttoinlandsproduktwachstum. Wir können den Index menschlicher. Wir können aber auch ins Militär mal investieren. In fortschrittliche Waffenimporte. Das geht noch vom Preis her. So, die Frage ist, wie das später ist. Ja, okay, geht auch später noch. Fortschrittliche Waffenimporte, dann bekommen unsere Panzer und Luftwaffe Angriffsmodifikatoren. Einen Krieg werden wir bald führen. Wir haben ja erst 2022. Ich schalte aber wieder um in die andere Ansicht, ne? Oh. Die globale Spendensammlung. Russland hat Beziehungen mit der ganzen Welt verbessert. China, dann Deutschland, Vereinigte Staaten, Brasilien, Indien. Alle die, die es sich leisten können, natürlich. Ja. So, unser System ändert sich zu Autoritarismus. Wir können die Wahl auch annullieren. Dann hätten wir wieder Probleme mit der Unzufriedenheit. Aber Autoritarismus ist total in Ordnung. Na, aber hier sieht man, minus 2, minus 2, minus 2, das ist das Maximum, was passieren kann. So, verehrtes Staatsoberhaupt, keine Schwächlinge legen uns mehr Steine. Achso, stürmt auf die Straße, um unseren Anführer zu feiern. Ja, Autoritarismus. Die Macht hat einen charismatischen Anführer, das sind wir. Üblicherweise durch das Militär gestützt wird, haben wir auch. Autoritäre Systeme verursachen weniger Unzufriedenheit. Das ist gut. Schlechte Beziehungen sind nötig zur Kriegserklärung. Alle Provinzen können in Friedensverhandlungen verlangt werden. Bei Demokratie geht das nicht. Da kannst du manche Sachen nicht verlangen. Alle 4 Jahre Wahl, niedriger, negativer Beziehungs... Ja. 100% Haushaltsdefizit. Ein Atomangriff ist nur bei Verteidigung möglich. Okay, also ich habe das schon ein paar Mal gespielt, das Spiel. Allerdings muss ich gestehen, so dicke bin ich jetzt damit auch noch nicht. Hohe Arbeitslosigkeit und höchste Unzufriedenheit in Kommune. Also eigentlich habe ich den zweimal gespielt, aber ist ja auch egal. So, wo waren wir? In der Innenpolitik waren wir. Verbot von Pornografie? Niemals! So, Leute! Ein Streikverbot ist gut, ein Kindpolitik ist scheiße. Aber ein Streikverbot ist gut, dann gibt es auch ein Versammlungsverbot. Die absolute Kontrolle ist ja Interventions. Oh, da gibt es aber richtig Mikrochips. Überwachung. So, Einführung von Überwachungssystemen in allen größeren Städten ist gut. Das mache ich für euch. Oh, guck mal hier. Persönliche Kontrolle, Interventionismus ist natürlich doof, aber danach können wir in den Militarismus gehen. Das ist wieder gut. Militarismus ist gut. Wir hätten natürlich auch probieren können, so ein hochfortschrittlicher Wirtschaftsstandort zu werden. Hast du nicht gesehen? Aber das macht ja keinen Spaß. Ich will ja Länder mir einverleiben. Ich zahle wieder ein bisschen was Steuern zurück unterwegs. Dann gucken wir mal, wie Javikonien hier wächst. Fortschrittliche Waffenimporte, das ist gut. Militär. Fortschrittliche Luftwaffe, wir nehmen die Luftwaffe. Und wenn wir die Luftwaffe haben, dann können wir hier nämlich mal gucken. Ins Militär, der hat nämlich zum Beispiel plus 10, plus 4. Das ist immer der Angriffsmodifikator gegen die jeweilige, gegen die jeweiligen, Kampfflotten quasi. So, ja, die treten irgendwelchen Blöcken bei. Das ist mir, was da oben passiert gerade, das ist mir total Latte. Rangisten Platz 14, 15. Oh, ich habe 200 Punkte. Wieso habe ich 200 Punkte? Was habe ich hier denn bekommen?
So, Kampftaktiken. Okay, Kongo machen wir erstmal platt. Ne? Oh, ein diplomatischer Gipfel ist in einem ersten Zwischenfall zwischen zwei Mächten geendet. Wir können es bei dieser Krise nicht heraushalten. Wir müssen eine Seite wählen. China. China oder Japan. Also, mächtig, der kleine Japan. Das große, mächtige China. Das ist doch klar, wen wir unterstützen. Da sind wir Autoritisten und außerdem sind wir Autisten. Mensch. Das ist eine Scheißfrage. Also. Gut, da gucken wir mal rein. Ja, was macht das wohl sein? Oh nein, ein Fußballverein. So, wir warten hier, bis hier weiter unsere Innenpolitik. Oh, guck mal, unsere Unzufriedenheit ist runtergegangen. Wir gehen mal in die Beziehungskarte, in die Gesellschaftskarte. Hier, guck mal, die Unzufriedenheit ist runtergegangen. Weil wir die ja hier mit unserem wissenschaftlichen Projekt... mit unserem Projekt in der Innenpolitik ein bisschen was ruhiger gestimmt haben. Die persönliche Kontrolle ist hochgegangen, nämlich. Und außerdem sind wir jetzt ein autoritärer Staat. Ja, genau das sind wir. Wir sind zwar nicht besonders helle, aber wir sind stark. Die totale Überwachung läuft hier weiter. Das ist sehr schön. Ich zahle immer wieder zwischendurch zurück, denn je weniger Schulden wir haben, desto mehr Steuereinnahmen. Und je mehr Steuereinnahmen, desto mehr können wir kaufen und bauen. So, Überwachung. Gehen wir ins Militär. Und bauen auch fortschrittliche Panzer. Ne, braucht 500 Tage hier unten, Implementierungszeit 500. So. Was wir machen können ist, moderne Stadt, fehlendes Projekt. Wirtschaftliche Modernisierung 5. Wenn wir eine moderne Stadt bauen wollen, kriegen wir plus 100 Bevölkerung. Aber plus 80 Bruttoinlandprodukt, das ist gut. Und plus Provinzpunkt. Die Olympischen Spiele sind bald. Das Olympische Komitee wird bald das nächste Gastgeberland bestimmen. Man kann hier immer alle paar Tage dann Geld spenden, $500, das haben wir überhaupt nicht, die Kohle. Ja, dafür kriegt man halt verschiedene Sachen. Oh, Bruttoinlandsproduktwachstum und Steuern, 20% mehr. Können wir uns aber gar nicht leisten, das wäre ein ruinöser Wettbewerb, den wir da betreiben. Für so einen Scheiß. So, zack. Aber wenigstens unser Land schuldenfrei und können aus eigenen Stücken stehen hier. Was kannst du... Dänische Republik, Dämliche Republik Kongo. Ja, meine Armee ist besser als deine. Denn die haben nur einen Faktor von 9. Meiner hat einen Faktor von 10. Was das für mich heißt, das heißt, wir können den Kongo endlich... Oh, Beziehung verschlechtern. Wir können die Beziehung ein bisschen was verschlechtern mit dem Kongo. Und dann können wir endlich Krieg führen. Endlich wieder Krieg. So, Krieg machen wir aber alles ein bisschen langsamer. Oh ne, warte, wir warten noch, bis hier die fortschrittliche Luftwaffe kommt. Sollen wir auf die Panzer noch warten? Obwohl, wir müssen eigentlich ausnutzen, dass sie irgendeine Krise da haben, anscheinend. Börse. Kanada nimmt eine Börse in Betrieb. Australien nimmt eine neue Börse in Betrieb. Und Brasilien auch. Okay, wir haben jetzt fortschrittliche Luftwaffe. Das ist schon mal ganz gut. Was wir jetzt machen können... Jetzt können wir irgendwie unsere Infanteristen ein bisschen was. Ja, wir könnten Infanterieausbildungslager. Das werden wir auch noch machen. Dass sie einfach nur ein bisschen was Basics, die Basics besser haben. So, wir machen eine Kriegserklärung. Ja, wir kriegen 18 Kriegstreiberpunkte. Jeden Monat geht der Kriegstreiber einen runter. Kostet ein bisschen was, ne? Und Kriegsauswirkungen, ja. Das Typische. Wir werden nicht 50% zuweisen, wir werden alles zuweisen. Wir werden jetzt hoffentlich nicht angegriffen. Oh, wir haben ein paar wenig Flieger. Warte, wir können aber mal gerade Militär nochmal 2 Flieger kaufen. Oh, wir können nicht mehr als 2 Flieger kaufen, das ist gut. Warum können wir nicht mehr als 2 Flieger kaufen? Ist ja auch egal. So.
Jetzt gehen wir in den laufenden Krieg. So. Jetzt gehen wir in den laufenden Krieg. Und hier können wir immer eine Operation zuweisen. Wir haben hier unten 0% Kriegswert. Hier sind unsere Kampfjets gegen ihre. Deswegen werden wir als erstes einen Luftschlag machen. Das ist sehr tödlich für ihre Jets. Und da unsere Jets einen Modifikator von plus 12 haben, und deren von plus 9, hoffe ich, dass unsere Jets ihre Jets abschießen. Dann können die nämlich keine weitere Unterstützung leisten für andere Kriegsgeschäfte. So, dann gucken wir mal. Mit der Runde haben wir hier Krieg. Und der grüne Balken zeigt uns an, dass wir eigentlich in die richtige Richtung vorgehen. Schnell. Ah, sehr gut. Haben wir gewonnen. Und nochmal weiter. So, weiter. Reine Luft. Kampfjets vernichten. Implementierung wieder. Oh, so, das ging aber schnell. Und wie ihr seht, die haben nur noch zwei Kampfjets. Danach werden wir mit den Kampfjets die Panzer vernichten. Denn wenn wir auf Panzer vernichten gehen würden, hätten die Unterstützung von den Kampfjets, die einen Modifikator von plus 3 hätten. Also sie wären genauso stark wie unsere. Das möchte ich aber nicht. So, also machen wir alles platt. So, Panzer vernichten. Die Weichung mit der neu eingeführten muss jedes autoritäre Land für 1500 Tage um 20%. Ja, super. Sehr schön, wir haben jetzt natürlich genau jetzt mussten wir ein bisschen was einbüßen. Und jetzt kommt es zum Interessanten. Spanien will expandieren. Gibraltar wäre ein guter Anfang. Ja gut, mach doch. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt können wir die Frontlinie sichern, Frontalangriff starten. Wie ihr seht, diese 15 Punkte, man braucht 85 Punkte, um einen finalen Angriff zu starten, um das ganze Ding zu gewinnen. So, wir haben wieder einen Panzer irgendwo her, also Panzer vernichten. Wieso haben die einen gottverdammten Panzer? Woher haben die den? So. Okay, Frontlinie sicher. Hier, wir haben schon einen Kriegswert von 15%. Und Verkehrswege erobern. Ganz kurz mal Pause. Wir werden unser Militär hier aufstocken. Ach, wir können unser Militär nicht aufstocken. So. Natürlich können wir gerade unser Militär nicht aufstocken. Die Türkei. Die Türkei ist am Scheideweg. Die Hälfte des Landes scheint die pro-westliche Politik weiterführen zu wollen. Der beruft sich aber nationalistischere Teil des Landes auf die muslimische Tradition des Osmanischen Reiches. Die Türkei soll zur islamischen Vormacht geformt werden. So oder so werden die Türkei, die Bürger bald eine wichtige Entscheidung treffen. Wichtige Städte erobern machen wir gerade. Das ist aber nett von mir. Oh, warte, wir werden uns zurückziehen. Zack, und wieder Panzer vermischen. Ihr seht ja schon wieder zwei Panzer. Also, Panzer vermischen. Wieder Panzer vermischen. Wir könnten hier unten auf Friedensverhandlungen fordern. Ich möchte gerne Banundu. Es gibt eine gewisse Chance. Erforderlicher Kriegswert 38%, dass wir es jetzt annehmen. Ich habe aber nur die Chance. Da müssen wir schon auf 100% gehen, dass die auch wirklich das Ding annehmen. So. Und dann gleich auf 84%. Ich würde nochmal den Vorschlag machen, wir sagt 1% immer noch abgelehnt. Das ist gut, also nicht gut. So, das ist aber schön. Ah, und in Russland gibt es auch Olympische Spiele, das ist schön. So. Dann wieder irgendwas, was wir schnell gewinnen können. Ach, jetzt haben die Kampfjets zurückziehen.
Und Kampf jetzt platt machen. Und Quatsch, Panzer. Doch, Panzer haben wir jetzt. Aber ich mache als erstes die Kampfjets vernichten. So. Ja, wir haben trotzdem Panzer. Das ist gut. Also, wir gehen mal in die Innenpolitik. Und die weiter in den Kutschips basteln. Gehen wir uns auf den Krieg. Oh nein. Ja, was machen wir denn da gerade? Flughäfen erobern. So. Oh, wir brauchen mehr Kampfjets. Kauf mir 3 Kampfjets. Wir müssen uns gerade mal verteidigen, bis wir wieder Kampfjets haben. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Friedensvertrag, wollen wir nochmal. Ja, meine Freunde, das ist ärgerlich. Wir müssen uns irgendwas aussuchen, wo wir keine Kampfjets gebrauchen. Also Kaserne. Krieg? Ach, schon in Kasachstan? Ja, das ist mir völlig egal, was in Kasachstan ist gerade. Oh, wir haben eine Partie verloren. Und wir brauchen auch wieder mehr Panzer. Wir brauchen mehr Panzer. Türkei lässt Vergangenheitsruhen, bleibt auf westlichem Kurs. Das ist schön. Wir warten gerade, bis unser Militär sich verbessert. Wir müssen uns hier gerade verteidigen. Das machen wir am besten mit dem Überfall. So. Wir müssen den Militarismus ein bisschen hochtreiben. Also, wenn wir die allgemeine Wehrpflicht einführen. Es gibt Militarismus plus Fehl. Vor allem gibt es maximale Einheitengebiete dazu. Das ist wichtig für uns, denn wir werden jetzt noch die nächsten 120 Tage irgendwie diesen Krieg herauszögern müssen. Ach, der Aufstand im Sudan ist mir doch völlig egal. So. Wir müssen noch 3 Monate irgendwie klarkommen. Ach Gott, wir machen hier einen totalen Gegenschlag. Das ist jetzt aber ärgerlich. Hoffen wir mal, dass wir nicht komplett bei Null anfangen müssen gleich. Schon 30%. Noch 2 Monate. Müssen wir mal etwas zurückzahlen, so lange. Bis wir wieder im Militär. Ach, wir waren auf so einem guten Weg, ne? Wieder haben. Ein Tag, zack. So, Reserven hinzufügen. Außerdem können wir 2 kaufen. Und hiervon 2 kaufen. So. Und jetzt hier, zack. Wie viel der Einheitentyp? Ah, okay, weil. So, jetzt aber. Kampfjets vernichten. Und hoffentlich sind wir vor denen da fertig. Ja, und wieder. Kampfjets vernichten. Und
hier, wie lange es dauert, bis hier unser Militär wieder dabei ist. Zack, Kampfjets vernichten. Oh, und weiter Kampfjets vernichten. Sehr schön. Ja. So, noch einen. So, und Panzer vernichten. So. Und Panzer vernichten. Wir werden Kriegstreiber in der Welt. Oh nein, die bösen Russen. Litauen, die baltischen Staaten haben ein Freundschaftsabkommen unterzeichnet. Das ist aber nett von euch. Panzer vernichten. Also ich muss zugeben, der Krieg ist ein bisschen was unspektakulär zu gucken. Aber simpel gelöst. Das erinnert mehr an so ein Würfelspiel, würde ich sagen. An so ein Rollenspiel. Was ich persönlich, da ich so Rollenspiele und sowas gerne habe, was mich ja voll anbockt. So. Jetzt können wir jetzt mal hier die Frontlinie sichern. Zack. Und einen Frontalangriff starten. Und wir können die Verkehrswege erobern. Und wir können die Flughäfen erobern. Und wir können die Lufthoheit. Oh, unser System geht wieder zum Totalitarismus. Wir haben schon wieder 4 Jahre gespielt. Ja, so ideologisches Regime mit unbegrenzter Autorität. Das sind wir. Vollständige Kontrolle über die Bevölkerung wollen wir haben. 80% Haushaltsdefizit, hoher negativer Beziehungs. Ach, das ist eine Latte. Ja. Okay, wir kaufen jetzt erstmal noch ein bisschen das Militär hier. So. Versorgungslinien erobern. Endlich, so, und jetzt den finalen Angriff. Wir können ja vorher noch mal gucken. Oh, guck mal. Wurde doch angenommen. Ha! So, das ist jetzt unser neues Land, da das in der Gesellschaftskarte genau zu uns passt. Da wird jetzt gerade noch ein bisschen was hohe Unzufriedenheitswerte haben, da wir ein Kriegstreiber sind. Und wir haben schwere Kriegsverluste auch. Kriegsverluste gehen 2 pro Monat weg. Ja, und der Kriegstreiberwert halt jeden Monat 1. So. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine kurze Pause und sehen uns in der nächsten Folge von Jawik TV wieder. Wenn es weitergeht mit Real Politics und der neuen Weltordnung. Danke, dass ihr mit mir Bandundu erobert habt.